Ohne Strom geht heutzutage gar nichts. Und Stromsparen wird immer wichtiger. Die Energiewende ist erklärtes Ziel der Bundesregierung. Und die soll jetzt mit neuen intelligenten Stromzählern vorangetrieben werden. Doch. Was sind intelligente Stromzähler? Eine neue Generation von digitalen Stromzählern soll in den kommenden Jahren die alten ablösen. Diese intelligenten Stromzähler bieten den Vorteil, dass Kunden ihren Verbrauch ständig überprüfen können, statt nur einmal im Jahr mit der Stromrechnung. In Verbindung mit einem Sender werden sie zu einem sogenannten intelligenten Messsystem. Der Sender wird Smart Meter Gateway genannt. Die intelligenten Messsysteme sollen nicht nur den Verbrauch oder die Erzeugung von Strom messen, sie sollen in Zukunft auch aktiv die Leistung von Energiequellen steuern. Man möchte damit die immer mehr dezentrale Erzeugung, also wir produzieren immer mehr Strom aus Sonne, Wind, Wasser und so weiter, und das Ganze in Einklang zu bringen mit den Verbräuchen. Der Stromverbrauch soll transparent werden für Kunden und die Energieversorger. Der Strom aus erneuerbaren Energien soll so besser gesteuert und genutzt werden. Und für wen sind sie Pflicht? Die neuen Stromzähler müssen in den nächsten Jahren in allen Haushalten installiert werden. Die intelligenten Messsysteme, die über den Gateway vernetzt werden können, sind für Verbraucher mit mehr als 10.000 Kilowattstunden im Jahr vorgesehen. Außerdem für Stromerzeuger mit über 7 Kilowatt Nennleistung. Für die Energieunternehmen eine echte Herausforderung. Für uns als Unternehmen entsteht eine neue Welt, die weit über den Messstellenbetrieb hinausgeht. Durch den hohen Grad der Digitalisierung müssen wir viele IT-Module und Geschäftsprozesse neu entwickeln. Und die Preisobergrenzen des Messstellenbetriebsgesetzes verpflichten uns gleichzeitig auch zu einem effizienten und verantwortungsbewussten Arbeiten. Noch ist der Startschuss für den Einbau der intelligenten Messsysteme nicht gefallen. Der Grund: Die Hersteller müssen die Gateways, also die Sender, erst aufwendig vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik genehmigen lassen. Die Anforderungen an den Datenschutz sind hoch, denn vernetzte Systeme bergen Gefahren. Und welche Risiken gibt es? Die Verbraucher und Stromerzeuger öffnen mit einem intelligenten Messsystem den Energieunternehmen ihre Tür zum Lesen der Daten. Doch Hacker in anderen Ländern haben bereits gezeigt, dass auch sie unerlaubt eindringen und mitlesen können. Bei den Verbraucherschützern im Land schrillen beim Thema intelligente Messsysteme die Alarmglocken. Was kann man darüber abgreifen, illegalerweise an Informationen über mein Verhalten, dass ich beispielsweise gar nicht zu Hause bin? Datenschutz heißt an der Stelle aber auch, wer nutzt diese Daten dann für andere Geschäftsmodelle? Können Verbraucher das unterbinden, dass diese Daten dann auch für weitere Geschäftsmodelle genutzt werden? Und wie sieht es mit der Haftung aus? Die Politik will, dass die Hersteller für alles haften. Tatsache ist, eine 100%ige Sicherheit gibt es nicht. Die intelligenten Messsysteme können per Fernsteuerung abgestellt werden. Doch potenziellen Angreifern soll es in Deutschland so schwer wie möglich gemacht werden, damit nicht eines Tages ein großer Blackout droht.